kurzen Zeit sehr gewachsen. Mit seinen 14 Jahren sieht er neben dem neunjährigen Bruder schon fast männlich aus. Aber Toni ist natürlich noch kein Mann. Er ist gerade in die Entwicklungsjahre gekommen, in die Pubertät, und das merkt man ihm an. Bis er ganz erwachsen ist, wird es doch noch einige Zeit dauern. Hey, Toni, hast du schon wieder eine neue Hose? Schau dir das an, ich habe sie erst 3 Monate. Alles wird so klein. Die Entwicklung setzt nicht bei allen Jungen mit 14 ein. Tonis Schulfreund zum Beispiel, der Alfred, ist etwas älter und doch noch kleiner. Er wird vielleicht erst mit 16 in die Höhe schießen. Bei manchen fängt er schon mit 12 an. Aber wie gesagt, das ist bei jedem anders. Toni hat bereits eine tiefe Stimme, aber manchmal wackelt sie doch etwas. Und das ärgert ihn natürlich. Und? Mein Freund. Hey, lass das, wie du das sagst. Freund. Der ältere Alfred hat noch seine helle Stimme. Nun, das hat für später keine Folgen. Tonis Stimme ist ja auch noch nicht fest. Sie wechselt zwischen tief und hoch. Nun zeigen wir, warum kommt es eigentlich zum Stimmwechsel. Am oberen Ende der Luftröhre sitzt der Kehlkopf. In ihm sind die Stimmbänder. Wenn sie vibrieren, entstehen Töne. Wir können sprechen. Hier im Film haben wir das mit Hilfe einer Spezialkamera in Zeitlupe sichtbar gemacht. Die Stimmbänder vibrieren also, wenn man ausatmet. Wir können das nachmachen und Töne erzeugen, wenn wir auf gespannte Gummibänder blasen. In der Pubertätszeit wächst der Kehlkopf. Die Stimmbänder werden länger und die Stimme tiefer. Denn lange geben einen tiefen Ton und kurze einen hohen. Wenn wir wachsen und die Stimmbänder länger werden, schlägt unsere Stimme manchmal über und wir erleben den Stimmbruch. Toni beobachtet noch eine andere Umstellung. Er merkt, dass er neuerdings mehr schwitzt, auch wenn er sich körperlich gar nicht anstrengt oder erhitzt ist. Das ist aber ganz natürlich, denn in dieser Übergangszeit fangen weitere Drüsen an, Schweiß zu erzeugen. Nein, nein, es ist bloß Ingeborgs Geburtstag, weißt du? Ja. Mhm. Sag mal, es wird bestimmt sehr nett, wenn es denen nichts ausmacht. Ja. Ich hole dich dann ab. Ich besorge die Einladung. Sei doch nicht so furchtbar langweilig. Freitag. Du, wirklich? Klasse. Ja, das ist fein. Dann also um 5 Uhr. Schön. Geht in Ordnung, ja. Aha. Ist gut. Aha. Na klar. Die neuen Schweißdrüsen sitzen an vereinzelten Stellen, zum Beispiel in den Achselhöhlen. Sie sondern nur dann Schweiß ab, wenn wir nervös oder erregt sind. Auf dem Bild sieht man einen Querschnitt durch unsere Haut. Dies ist ein Haar. Dies der Haarkanal. Und das ist eine gewöhnliche Schweißdrüse. Der Schweiß, den die neu gereiften Drüsen abgeben, riecht auffallend. Um den unangenehmen Körpergeruch wieder zu verlieren, müssen wir uns von dieser Zeit ab noch gründlicher waschen und öfter die Wäsche wechseln als vorher. Also, von der Pubertät ab besonders oft waschen und baden. Fast alle jungen Männer leiden in dieser Zeit auch unter Pickeln und Mitessern. Sie bilden sich hauptsächlich im Gesicht und auf dem Rücken. Die Pickel entstehen durch die Talgdrüsen, die in den Haarkanal münden. Sie geben eine fettige Masse ab und fetten damit die Haarwurzel, das Haar und die Hautoberfläche ständig ein.
In der Pubertät sondern sie mehr Talg ab als zuvor. Weil aber in dieser Zeit auch die Haarzellen schneller wachsen, schuppt sich die Haut mehr als vorher. Und dadurch geraten leicht kleine Stückchen in die Drüsenausgänge und verhärten sich zu einem Pfropf, der den Ausgang verschließt. Weil aber die Drüsen weiterhin Talg ausscheiden, der nun nicht mehr abfließen kann, bilden sich kleine Schwellungen, die sich entzünden. Tritt das in größerer Zahl nebeneinander auf, spricht man von Pubertätswimmel. Der Fachausdruck dafür heißt Akne. Das sieht dann nicht sehr schön aus und ist für viele junge Männer eine rechte Plage. Toni leidet nicht sehr unter den Pickeln, denn er bekämpft sie wirksam. Er wäscht täglich 2 bis 3 Mal sein Gesicht mit warmem Wasser und einer milden Seife. Dadurch hält er seine Poren sauber und entfernt die kleinen Hautschuppen, sodass sich keine Tropfen bilden können. Übrigens gibt es für besonders schwierige Fälle auch Spezialseiten. Viele Ärzte meinen, dass der Zustand der Haut von der Art der Ernährung abhängt. Es gibt Leute, die sich ihre Mahlzeit so zusammenstellen. Das ist ungünstig. Zu viel Fett und zu viel Süßigkeiten verschlimmern die Pickelbildung. Während der Pubertät braucht der Körper möglichst vielseitige Ernährung. Wir empfehlen viel Milch trinken, viel Gemüse und viel Obst essen. Außerdem sollte jeder, der eine frische und gesunde Haut haben will, sich viel in frischer Luft bewegen und für ausreichenden Schlaf sorgen. Übermüdete Menschen und Stubenhocker haben immer eine ungesunde, graue, schlecht durchblutete Haut. Deshalb in dieser Zeit Sport treiben, wandern, Radfahren und vor allem nicht zu spät ins Bett gehen. Ein anderes Merkmal für die Pubertätszeit ist der verstärkte Haarwuchs. An immer neuen Stellen des Körpers sprießen Haare. Im Gesicht, Toni muss sich bald rasieren, in den Achselhöhlen, bei manchen auf der Brust und auch rund um die Geschlechtsorgane. Alle diese aufgezählten Veränderungen werden von einer kleinen Drüse im Gehirn, der Hypophyse, hervorgerufen. Sie wirkt wie eine Weckeruhr. Sie weckt im Bubenkörper zwischen dem 12. und 16. Lebensjahr die geschlechtliche Entwicklung. Angeregt durch eine Absonderung dieser Drüse fangen die Hoden an zu wachsen, bilden das sogenannte männliche Geschlechtshormon und schicken es in die Blutbahn. Und dieses Hormon bewirkt dann das beschleunigte Wachstum, die tiefe Stimme, den verstärkten Haarwuchs und all das andere, das einen jungen Mann von einem Jungen unterscheidet. Diese Abbildung zeigt die männlichen Geschlechtsorgane von der Seite. Das ist der Hoden. Und das ist das Glied, auch Penis genannt. Von jedem der beiden Hoden führt ein Röhrchen in den Körper und mündet in die Harnröhre, durch die der Harn oder Urin aus der Harnblase abgelassen werden kann. Am oberen Teil dieser Röhre sehen wir einige Drüsen. Das
Innere der Hoden besteht nicht aus Fleisch, sondern aus dünnen, ineinander gebundenen Röhren. Könnte man sie auseinanderlegen, wären sie länger als 1 Kilometer. In diesen sind besondere Zellen, die sich, wenn das männliche Hormon zu wirken beginnt, zu männlichen Geschlechtszellen, zum sogenannten Samen oder Sperma entwickeln. Da diese Umbildung in allen Röhren gleichzeitig anläuft, werden in kurzer Zeit Millionen von Samenfäden gebildet und in den größeren Röhren gespeichert. Bevor die Samenfäden den Körper verlassen, versteift sich das Glied durch vermehrten Blutandrang. Durch mehrere rhythmisch sich zusammenziehende Muskeln wird ein Teil der Samenfäden aus dem Boden gedrückt, mit Flüssigkeit aus der Vorsteherdrüse vermischt und durch die Harnröhre ausgestoßen. Diesen Vorgang nennt man Samenerguss. Auf dieselbe Art gelangt der männliche Samen während der geschlechtlichen Vereinigung von Mann und Frau in den weiblichen Körper. Das sind lebende Samenzellen unter dem Mikroskop. Sie können sich erst bewegen, wenn sie die Hoden verlassen haben und mit der Drüsenflüssigkeit zusammengekommen sind. Von da ab rudern sie sich wie Kaulquappen vorwärts. Hier sehen wir in Seitenansicht ihren Bestimmungsort, die weiblichen Geschlechtsorgane. Die Samenzellen bewegen sich, nachdem sie das Glied verlassen haben, von der Scheide durch die Gebärmutter hinauf in die Eileiter. Von vorn sehen die weiblichen Organe so aus. Hier sehen wir wieder im Querschnitt die Gebärmutter, die Eileiter und die Eierstöcke. Etwa alle 28 Tage reift in einem der Eierstöcke ein Ei und wandert in den dazugehörigen Eileiter. In der Zwischenzeit hat sich die Gebärmutter stark mit Blut angereichert, um das Ei, falls es befruchtet wird, aufnehmen und ernähren zu können. Ist es nicht befruchtet, so wird es nach einiger Zeit mit dem angereicherten Blut und Gewebeteilchen aus der Gebärmutter hinausgespült. Diesen Vorgang nennt man monatliche Blutung, Regel, Periode oder Menstruation. Tritt das Ei kurz vor oder kurz nach der geschlechtlichen Vereinigung von Mann und Frau aus dem Eierstock, so trifft es wahrscheinlich auf männliche Samenzellen. Nur eine von ihnen dringt in das Ei ein, und damit ist es befruchtet. Das befruchtete Ei nistet sich in der Gebärmutterwand ein, aus der es sich mit Nahrung versorgt. Das ist dann der Beginn eines neuen Lebens. Die Geschlechtsorgane sind also von der Schöpfung her dazu bestimmt, neues Leben zu erzeugen. Längst bevor der junge Mann erwachsen ist und Vater wird, bilden sich in seinen Hoden unendlich viele Samenfäden, die nie einer Befruchtung dienen werden. Viele von ihnen lösen sich von Zeit zu Zeit unwillkürlich in nächtlichem Samenerguss. Das beunruhigt Toni, aber es braucht ihn nicht zu ängstigen. Manche verursachen den Samenerguss auch absichtlich. Unsere Aufgabe, durch Selbstbeherrschung und richtige Lebensführung damit fertig zu werden. Dieser Kampf liegt auf dem schwierigen Weg zur endgültigen Reifung und zum ganz Erwachsensein, mit dem Ziel, ein Mann zu werden,
eine Frau zu suchen, zu heiraten und Kinder zu haben. Das Entwicklungsalter ist weder für die jungen Leute noch für ihre Eltern und Erzieher ein leichter Lebensabschnitt. Denn der junge Mann lebt in ständiger Spannung und Unruhe. Aber allmählich renkt sich das alles wieder ein. Jede Umstellung braucht eben ihre Zeit. Auch die Entwicklung unseres Körpers, die durchgestanden werden muss.